Waar is de Maxel? Zij valt de gisteren bij mij. En had ze mij gezegd, je mag dat hier een brauchbare Musik maken. Jawohl. Ja. Jetzt, wenn du recht fleißig lernst, dann kannst du nicht, dass ich dich in 3 Jahren vielleicht in eine kleine Kapelle nicht bringen kann, weißt? Ja, eine schöne Empfehlung vom Vater und da ist das Geld für die Stunde. Ach, die seid nicht so pressiert, da lass noch mehr Zahn kommen. Jetzt pass auf, der Vater hat dir da eine schöne Klarinette gekauft. Und wir beginnen jetzt mit dem Unterricht. Ja. Zuerst muss ich dir einmal das Instrument erklären. Schau her, dieser Klarinette und die besteht aus 4 Teilen. Dies heißt das Mundstück. Das ist die Birne, das ist das Rohr, das wo man es meinnimmt, ja. Und das ist der Schalltrichter. Jetzt, aus was besteht der Klarinett? Jetzt sag's einmal noch. Aus dem Mundstück, der Birne, dem Rohr und dem Schalltrichter. Ja, ganz recht, ganz recht. Jetzt sind aber an der Klarinette, da sind Löcher dran. Siehst du, das sind 7 Löcher und 12 Klappen. 2 Brillen, die heißt Trillerklappe und das ist eine Oktavklappe. Also, jetzt sag's einmal, was ist jetzt an der Klarinette alles dran? An der Klarinette befinden sich 7 Löcher, 12 Klappen, ja. 2 Brillen, ja. Eine Triller und eine Oktavklappe. Ja, sehr gut. Also, das hast du schon ganz schick hin. Jetzt pass auf. Nun, jetzt kommen wir zu den Noten. Die Noten, das sind musikalische Zeichen. Und die stehen auf 5 Linien, ja. Oder in 4 Zwischenräume. Jawohl. Auf der ersten Linie steht zum Beispiel, da siehst du, die Note E. Auf der 2. Linie G, dann auf der 3. H, auf der 4. D und auf der 5. Linie ist das F. Weißt du jetzt, was ich da gesagt habe? Ja, auf der 1. Linie steht die Note E, auf der 2. G, G, auf der 3. H, auf, ja, der 4. D, ja, und auf der 5. Linie die Note F. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Pass auf, die Noten in den Zwischenräumen, das ist zwischendrin, ja, die heißen wieder anders. Das ist im 1. Zwischenraum F, im 2. A, im 3. C und im 4. Zwischenraum E. Jetzt sag's einmal noch. Die Noten in den Zwischenräumen heißen im 1. Zwischenraum F, im 2. A, im 3. C und im 4. Zwischenraum E. Ja, großartig, großartig. Du lernst ja ganz schnell, das habe ich schon gesehen. Jetzt pass auf. Das hier, das ist eine ganze Noten. Jawohl. Und das ist eine halbe, die, also, ja, eine halbe, ne? Ja. Das ein Viertel und das ist dann gibt es nur ein Sechzehntel und ein 32 und sogar ein 64. Noten. Kannst du das merken? Jetzt sag's einmal. Ja, das hier ist eine ganze Note. Das hier eine halbe. Das eine Viertel. Das eine Sechzehntel. Das eine 32. Aber die kennst du nicht. Jo. Das ist deine 64. Note. Oh, schau her, das ist fantastisch. Ja, du bist der Große. Jetzt pass auf, bei der Musik haben wir verschiedene Takte. Den A la Breve Takt, den 3/4, 4/4, 6/8 Takt. Jetzt, ja, sag's mal, Dino, wie viele Takte haben wir? Da haben wir den A la Breve Takt, dann den 3/4 Takt, den, ja, 4/4 Takt und den 6/8 Takt. Ja, Maxl, das ist ja ganz großartig. Also, du begreifst ja wie ein Blitzzug so schnell. Jetzt pass auf, nun gehen wir gleich zu den Übungen über. Ja. Ich blase dir jetzt zuerst einmal die Tonleiter vor. Jetzt schaust du mir mal ganz genau, jawohl, zu. Jawohl. Siehst du, man nimmt die Klarinette so in die Hand, ja, deckt mit den Fingern, die drückt man auf die Löcher nachdrucken, ja, ne, und dann blase man. Jetzt pass auf, jetzt blase ich dir mal zuerst die Tonleiter vor. Okay? Ja. Das ist die Tonleiter. Jetzt probierst du mal. So, findest du nicht? So? Ja, so. Ja, was ist denn das? Ja, was, ja, ist denn das? Ja, das ja, ist ja großartig. Aber so laut wie Sie kann ich noch nicht blasen, Herr Lehrer. Das ist ja wurscht, nicht, ob das laut ist. Das Freilich kannst du, hat ja noch keine so große Lunge wie ich. Das kommt schon noch. Ja, aber pass auf, da können wir jetzt gleich zu den schwereren Übungen übergehen. Da ist jetzt da zum Beispiel eine, pass auf, blasen wir gleich einmal die, lassen wir die anderen aus. Die blase da ich jetzt einmal vor, gell? Jetzt, pass auf, ja, jetzt blase du. Jetzt komm ich dran. Ja.
Ja, was ist denn das? Ja, das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass du dich schon... Da kennst ja du jetzt, blasen wir gleich den... Vielleicht kannst du gleich den Marsch da blasen. Spiel mal den Marsch. Vielleicht? Ja, was heißt vielleicht? Für mich als Kind ist ja alles kinderleicht. Also, pass auf. Soll ich denn mal vorblasen? Nein, Herr Lehrer, das braucht's gar nicht. Den spiele ich gleich vom Blatt. Holen Sie mal. Ja, was ist denn das? Ja, was? Du bist ja ein Wunderkind. Ja, da können wir ja gleich das ganz schwere Konzertstück spielen, das... Warte, ich habe auf der letzten Seite. Da spiele ich mal das, aber ich darf das schon vorspielen, aber ich da... habe nicht die rechte Klarinette, da bin ich mir nicht so sicher. Das macht nichts. Geben Sie es mir, Herr Lehrer. Ach, vielleicht kann ich... Nein, das ist ja viel zu schwer. Was glaubst du denn? Du bist ja narrisch. Ich versuch's einmal, Herr Lehrer. Nein, das ist ja ausgeschlossen. Das kann ja ich. Ich bin ja eh schon unsicher in den ganzen Dingen. Jetzt holen Sie mal. Ja, was... Was so recht, Herr Lehrer? Ja, was ist denn das? Ja, da stehe ja ich vor einem Rätsel. Nein, Sie stehen ja vor mir, Herr Lehrer. Ja, du bist ja das Rätsel. Ja, also, und jetzt gehe ich dann wieder. Und sonst, wann muss ich dann wieder in die Klarinettstunde kommen? Du brauchst nicht mehr zu mir kommen, Klarinettstunde. Du brauchst nicht mehr zu mir kommen, Unterricht, pass auf. Hast du am Mittwoch frei? Ja. Dann komme ich zu dir.